Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind gerade in der Pokémon Villa auf der Zinnoberinsel. Und dieser Forscher... Aha, bleibt einfach vor dem Slimer stehen. Will der gegen das Slimer kämpfen oder was? Nein, glaube ich eher nicht. Aber ich dachte für einen Moment, dass der Forscher durch das Slimer durchläuft. Aber das haben sie gut gelöst. Muss ich ja mal sagen. Honigpalme gegen einen Elektroball. Was machen wir da? Blättertanz. Tja, Donnerblitz ist nicht sehr effektiv. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass man hier in der Pokémon Villa Ditto fangen kann. Ein Slimeox setzt als nächstes ein. Na dann setzt was Slapo ein. Ich weiß gar nicht, wo man Schlurp nochmal bekommen konnte. Ich glaube, das war in der Siegesstraße. Ich bin mir aber nicht sicher. Also um ehrlich zu sein, könnte man Alola Slimeok auch voll auf Spezialverteidigung spielen. Da muss ich echt noch überlegen. Was für ein Reinfall. Okay. Aha. Ja. Ein Feuerstein. Und unser Quappo mag die Pflanze anscheinend nicht. Das ist wieder ein Slimer. Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurückteleportiert. Na, da staunst du, was? Wieso denn zum Eingang? Was will ich denn jetzt im Eingang? Ah, wir sind auf der Ebene, wo uns auch Dittos begegnen. Top Trank. Oh, geil. TM52 Matschbombe. Das ist das TM, das ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Schmarotzer. Je höher, dessen macht sich die Kraft, desto mehr Schaden. Aber Matschbombe, Matschbombe! Da hauen wir jetzt die Kopfnuss weg. Weil bringt uns ja nicht viel. Mit einem mäßigen Visaflor. Slimer. Hier ist wieder ein Item. Sonderbonbon. Da ist ein Slimer. Wir können uns heilen.
So. Da kommen wir jetzt durch. Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendetwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Ah, was ist denn da drin? Also, was war da drin? Wohl eher. Da muss irgendwas aus dem Glasbehälter geflohen sein. Geheimschlüssel! Getrocknete Flüssigkeit. Ja, im Endeffekt können wir Slimers hier fangen. Wir fangen jetzt ein paar Slimers. Machen eine Fangkette. Vielleicht schaffen wir es, dass dann Ditto auftaucht. Das wäre ganz cool. Nebenbei können wir die Trainer, die hier rumgammeln, besiegen. Und die Slimers können wir ohne Probleme gegen Alola-Slimer tauschen. Und vielleicht ist da dann ein schönes Slimer dabei. Wieder ein Slimer. Sehr schön. Einwandfrei. So muss das laufen. Machen wir einfach mal diese Folge nur hier im Pokémon Villa. Franz. Artikel. Ich bin mir echt nicht sicher, ob Ditto dann überhaupt so auftaucht oder ob es sich als anderes Pokémon tarnt. Das wäre nämlich auch krass, wenn es sich einfach als anderes Pokémon tarnen würde. Das wäre dann ganz schön schwierig, eine Kette mit Ditto. Von Serie 3. Machen wir mal den Forscher hier platt. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Electek. Die Frage ist nur, was für eine Forschungsarbeit? Und jetzt können wir unsere Matschbombe ausprobieren. Nice. Einfach nur nice. Jetzt haben wir zumindest zwei verschiedene Typen an Start-Moves. Und ein bisschen Coverage für dieser Floor. Können wir Boden-Pokémon, Wasser-Pokémon, Stein-Pokémon mit Pflanzenattacken sehr effektiv treffen. Und wir können Feen und Pflanzen-Pokémon mit Giftattacken sehr effektiv treffen. Oh, geh mal weg. Ciao, Magma. Ah ne, Slimer bringt uns nichts. Ah, nächster Slimer.
Ich glaube, Ditto gammelt aber nur auf dieser Ebene. Deswegen ist es irgendwie ganz schön schwierig. Eins zu fangen. Na komm. Einfach fabelhaft. Och, komm schon. Okay, ich muss doch auf Hyperwelle gehen. Geht doch. Ja, im Endeffekt kann man eine Fangkette mit Hyperwellen bis 31 aufbauen und dann sollte es eigentlich mit Hyperwellen oder normalen Pokébällen gehen. Denn je höher die Fangkette, desto leicht... Oh, Ditto, Ditto, Ditto! Jawohl! Nanabeere. Alter, macht das Sprünge. Ja, genau. Hallo. Ich hasse es. Geht doch. Alter, wie... Diese Steuerung. Ich glaube, Ditto ist verdammt schwer zu fangen. Okay, finden wir es mal mit einer silbernen Himmelbeere. Ja. Alter! Wie viele Hyperbälle ich einfach daneben schmeiße. Endlich. Endlich. Ditto. Nice. Dafür war ich hier. Wenn es einen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Das ist die Angriffsanimation? Oh oh. Es hat nur eine Animation. Das heißt, man kann diesen Pokémon nicht ansehen, wann es abhauen will. Hi. Hä? Oh nein! Ich hab mich überlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Die Blutwig. Mit einem 3-Tage-Bart. Wieder aussieht, als hätte er gerade buchstäblich Kacke gefressen. Ja, ganz braun im Mund vom vielen Scheißelabern. Ja, toll. Schöne neue Coverage-Attacke gelernt und was ist? Können wir nicht anwenden. Noch ein Smogon. Dann setzen wir Smetwurst ein. Jetzt eine schöne Psychokinese. Bam.
Ciao, Smogon. War schön gewesen. Und ein weiteres Smogon. Wer hätte es gedacht? Psychogenese. Und ein Smogmog hat er auch noch. Gibt sogar dann ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Vielleicht steigt Smackwurst an Level 50. Jawohl. 50. Dabei wollte ich doch nur in aller Ruhe einklauen gehen. Ha! Die Brille und die Tränen. Herzerwärmt. Nein, das Radikal wollen wir nicht. Ciao, Flo. Im Endeffekt könnten wir am Anfang wieder teleportieren. Das teleportiert einen raus. Noch ein Ditto. Okay, die können auch hier oben kommen. Okay. Silberne Himbeere. Oder aber die andere Animation haben wir einfach noch nicht gesehen. Und es hat doch mehr als eine Animation. Großartiger Wurf. Was es bringt, sehen wir gleich. Ein Ditto wurde gefangen. Honigpalme erreicht Level 48. Schade ja nicht, ein paar mehr davon zu haben. Vielleicht kann man ja das ein oder andere vertauschen. So, und jetzt müsste ich eigentlich... Alter, was soll das denn? Die Parfüm-Item ist leer. Komm nicht mit Pokémon. Pokémons. So. Wie doof natürlich. Die Statue benutzen. Und dann abnehmen. Und hier haben wir ein...
Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder hinausfinden? Tja, gar nichts. Ich werde deine Pokémon besiegen. Lieb Arnie. Hey Arnold. Ein Galopper? Voilà. Zack, Matschbombe. Bam. So kann man sich auch gegen ein Feuer-Pokémon verteidigen. Meine Beute. So, ciao. Ah, Moment mal. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Nein. Alter, rennt das Magma. Wie von der Tarantel gestochen. Oh. Da haben wir doch ein Item übersehen. Top-Beleber. Und wenn ich jetzt auf dieser Ebene Dingenskirchens putze. Oh, die haben wir ja auch nicht. Ah, komm, machen wir mal. Komm. Ach du Schreck, ich dachte erst, du wärst ein Dieb. Aber du bist ja nur ein Trainer. Ich bin Trainercoach. Möchtest du gegen mich kämpfen, Kleiner? Na gut, dann los. Pokémon-Kampf, wir kommen. Möchtest du noch was anderes außer kämpfen, Kleine? Ivy? Wenn ich gewinne, Stage. Ist klar. So, mega sauer. Ah. What? Victory? Ja, können wir eigentlich auch bei. Ich frage mich, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ab einem bestimmten Zeitpunkt die Pokémon auch Alola-Form einsetzen. Die Gegner auch auf Alola-Form einsetzen. Quappo? Ja, warum nicht? Schön! Mit dem Pflanzen-Pokémon kann man hier alles regeln. Wettertanz. Nice! Zack! Chucky erreicht Level 53. Oh! Wie? Wow! Sieh mal eine an, du bist richtig gut. Ja, und jetzt das Date. Steinhagel. Oh, konnte sie nicht mal einsetzen. Den hatten wir auch noch nicht. Mein Mentor lebte einst hier. Macht den meisten Schaden. Ja, zwei Treffer und Smogmog ist weg. Der Jute ist hart, dass dieser Floor nicht vergiftet werden kann. Magma. Ja, dann sollten wir jetzt wechseln. Oh, machen wir Marizeros.
Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Schlagbohrer 80, Steinhagel 75. Oh, Schlagbohrer. Oh, erstmal Flammenwurf. Sehr schön. Magneton. So, dann bleiben wir doch mal bei unserem Rizeros und setzen nochmal den Schlagbohrer ein. Sogar doppelt sehr effektiv. Oh oh. Oh oh, das habe ich nicht kommen sehen. Alter. Ganz ehrlich, das habe ich echt nicht kommen sehen. Feuerschlag. Und bestimmt eine Elektroattacke von der Pitz. Alter, auch ein One-Hit. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe anscheinend keinen guten Konter gegen einen Magneton. Durchbruch. Du bist unglaublich stark. Ja, danke. Du aber auch. Zwei Pokémon von mir one-hitted. So, da haben wir ein Item. Kapsel Extrema. So viele Items hier. Du wirst mir dabei helfen, stärker zu werden. Das werden wir sehen. Jillium? Jillaum? Jillwum? Wie ist dein Name, junger Bursche? Mega sauber. So, das fällt mir wieder. Rasaf. Mann, wie die alle sagen, das kam unerwartet. Okay, an das Item müssen wir noch irgendwie ran. Nur wie? Was immer kurz damit? Ja, toll. Das hat auf jeden Fall schon mal nichts gebracht. Glaube ich. Ein weiteres bitte. Warte. Aber ob der Wurf was bringt, das ist wohl eine andere Frage. Ah, nee, schau.
die Tür ist zu. Vielleicht kriegen. Wie kriegen wir die auf? Vielleicht da mit der Statue. Zack, offen. Item. Bläschen AP Plus. Nice. Weiß ich aber trotzdem nicht, wie ich an das letzte Item da komme. Oh doch, hier. Lol. Das war's? Cool. Ich glaube, wir haben alles. Sehr schön. Einwandfrei. Dann haben wir jetzt schätzungsweise die Pokémon-Villa abgeschlossen. Alles gefunden. So, und hier vorne liegt noch ein Item. Ingift. Schön. So, dann können wir noch ganz kurz unsere Pokémon heilen. Und wir haben den Schlüssel zur Pokémon Arena. Wobei das Labor, wir gehen ganz kurz noch ins Labor. Aber eine Sache. End? Also für diese Sache. Okay, dafür müssen wir wohl in die Pokémon-Box. Ne, nicht Kampftasche. Pokémon-Box. Und zwar schmeißen. Was? Aus dem Team. Und wir schmeißen Bug aus dem Team. Und wir speichern das Spiel. Rein ins Labor. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig, sehr lieb. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen urzeitlichen Pokémon. Dieses Sofa ist total weich. Es fühlt sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher hierher, um sich vor der Arbeit zu drücken. Ach so, schön. Dann drücken sich gerade die drei vor der Arbeit. Hey, du da! Rennen im Gang ist verboten! Das wollte ich schon mal sagen. Gut hier. Noch ganz langsam. Ach, ich habe einfach viel zu viel zu tun. Der Bewohner der Kanto-Region steht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine. Das sieht, steht. Oh. Ah. Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns Forschern mithalten zu können? Ha! Du kannst doch nicht mal eine Petrischale von einem Reagenzglas unterscheiden. Tut mir leid, dass ich dich einfach so verhöhnt habe. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Nimm das hier als Entschuldigung. Verhöhner. Ha! Die zwingt Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die Schaden verursachen. Ja, Mann, ey. Ein Reagenzglas ist so eine lange Röhre, wo Flüssigkeiten rein können. Und eine Petrischale, da werden Sachen reingelegt, um zu testen, inwiefern sich Bakterien und sowas, ich glaube, auswirken. Also eine Art Brutkasten. So.
Evoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Danke für die Info. Was für eine Katastrophe! Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abwischbaren Stift geschrieben. Vielleicht sollte ich die Tafel einfach umdrehen und auf der Rückseite beschreiben. Wäre eine Idee, aber wenn dir das dann nochmal passiert, dann ist vorbei. Versuch's. Vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und ein Fossil werden. Dann könnte man mich in einer der fernen Zukunft wiederbeleben. Wenn ich so lange auf den Computerbildschirm starre, strapaziert das ganz schön meine Augen. Ich sollte öfter Pausen einlegen. Es ist wichtig, seinen Augen mal eine Auszeit zu gönnen. Tja, und damit wurde uns gerade unterschwellig mitgeteilt, dass wir nicht so lange zocken sollen. Mit einem Mikroskop kann man erkennen, dass jegliche Materie in unserer Welt aus zahllosen Molekülen besteht. Egal, also, wie groß etwas wirkt. Im Prinzip ist es doch nur eine Ansammlung von kleinen Teilchen. Andererseits können selbst die kleinsten Dinge sich zu etwas Großem zusammensetzen. Faszinierend, oder? Ja, sehr faszinierend. Hallo, ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossilien. Und du? Hast du ein wertvolles Fossil dabei? Abbrechen. Aber schade. Hier kommt Speichern. Nochmal, ich habe jetzt nämlich ziemlich viele Leute angesprochen und Verhöhner bekommen. Hallo. Jo. Domfossil. Ja. Und. Experiment ist geglückt. Computer erhalten. Es wurde aus einem Fossil zurückverwandelt. Aus Verstecken am Meeresboden spähte es mit den Augen auf seinen Rücken aus. Ja. Und den Altbernstein. Dank der Maschine kann ich es zurückverwandeln. Ja. Du gibst den kauzigen Wissenschaftler den Altbernstein. Aerodactyl erhalten. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Schön. Level 44. Astik. Okay, gut zu wissen. Drei Werte sind auf 31 DV. Und die anderen Werte sind wohl random. Verteidigung sehr gut. Okay, gut zu wissen. Tja. Wenn man so guckt, bei dem Caputo sollte man entweder auf Angriff plus oder Initiative plus gehen oder Verteidigung plus. Und bei dem Aerodactyl auf ja, Angriff oder Initiative. Ja. Aber damit beende ich die heutige Folge. Ich werde den Spielstand neu laden und den beiden das Wesen hart verpassen, damit sie zumindest nicht ganz so unnütz sind, wenn man sie vielleicht mal braucht. Und ich glaube, man kann sogar Fossilien farmen. Deswegen, ja, mal schauen. Werden wir auf jeden Fall irgendwann im nächsten sehen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Däumchen werden Träumchen. Bis zur nächsten Folge.